Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, so einem Info-Video hier zu Mario Kart Tour. Und ich hoffe, man sieht es gut. Sonst sieht man das jetzt dann, wenn es dann geladen hat. Hier leider. Okay. Ein kleiner Bug. Ja, ihr seht's, es gibt seit dem neuesten Update ein Querformat. Endlich mal ein gutes Update. Der Controller fehlt natürlich noch. Aber es gibt jetzt auch die Steuerungsmöglichkeit, dass man hier Items auf der rechten Seite einsetzt, ne? Wenn ich jetzt rechts drücke, dann werfe ich das Item. Auf der linken Seite ist das Driften. Man kann da aber auch die Einstellung machen, dass das Driften normal so oder so dort ist. Aber das Item einsetzen eben auch noch auf der falschen Seite ist sozusagen. Jetzt ist es aber so, ist eben auf der rechten Seite, wenn ich da drauf drücke, dann setzt er ein Item ein. Finde ich besser. Und dass endlich mal das Querformat gekommen ist, finde ich super. Ist zwar sehr ungewohnt, vor allem hier mit der Steuerung, beziehungsweise dass ich hier halt, wenn ich jetzt aufnehme, für mich jetzt zum Aufnehmen ist das halt auch sehr ungewohnt wegen dem Kabel, das ich auf der rechten Seite habe. Und zum Steuern halt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass je nachdem, ob man jetzt quer oder Hochformat hat, zu halten. Ich finde halt das, was jetzt ein bisschen komisch ist, wegen dem Format, ne? Jetzt sieht man halt links und rechts auch noch was. Sonst hat man eigentlich immer in die Weite sozusagen gesehen und ein bisschen weiter nach hinten. Und es fällt auf halt. Ups. Das mit den Driften hier funktioniert immer noch nicht so gut. Es fällt halt auf, dass hier angezeigt wird, wegen dem Akku und alles so. Ist übrigens meine erste Aufnahme auf meinem Smartphone. Das waren die Updates für Mario Kart Tour. Was haltet ihr von dem Update? Ich kann euch noch kurz zeigen. Ich hoffe, man sieht das überhaupt gut hier, weil ich hier Querformat eingestellt habe, dass da. Das muss ich halt drehen. Komischerweise ist nur während dem Fahren ist das im Querformat, ne? Sonst ist es immer in Hochformat. Also es gibt hier ein bisschen Updates. Ihr seht schon unten wird ein bisschen anders angezeigt. Hier unter Einstellungen findet ihr das hier hoch, quer, hoch und quer. Da eben die Einstellung, Steuerung links, rechts, ne? Und ja, sonst ist eigentlich mehr oder weniger alles gleich geblieben. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Und wir hören uns in einem anderen Video wieder. Also, tschüss.